Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zum wahrscheinlich, wie wir vorhin schon gesehen haben, weltmeisterschaftsentscheidenden Wochenende hier im Autodromo Hernandez Rodriguez. Wir sprechen natürlich von Mexico City und das Debüt war 1963, also hier wurde erstmals gefahren und wir fahren wieder seit 2015 auf dieser Strecke, eine schöne Strecke, die durch ein Baseballstadion führt, aber mehr dazu im Anschluss. Die Distanz sind 305,504 km/h. Runden gibt es an der Zahl 66. Wir haben 17 Kurven, davon sind 9 rechts und natürlich 8 links. Und ja, die Länge einer Runde beträgt etwas kürzer 4,304 Meter. Ja, mittelmäßige Strecke. Monaco hat 3 Kilometer und natürlich, ja, es gibt andere, die mehr Kilometer haben. Und wie schon gesagt, kann Hamilton mit einem 7. Platz den Weltmeisterschaftstitel wieder in Mexiko feiern, wie letztes Jahr. Das heißt, es wird spannend, aber schauen wir uns jetzt mal meine Hot Lap an. Und hier fahren wir schon durchs Baseballstadion, die letzten, ja, 5-6 Kurven, sorry. Aber hier die letzte Kurve mit viel Schwung mitnehmen. Und dann gibt es mal wieder eine kurze Pause, weil ich es gern gebaut habe. Und ja, Hamilton kann Weltmeister werden. Und wie nicht erwartet, hat gestern Daniel Ricciardo, der ja in letzter Zeit etwas mehr Ausfälle hatte, die Pole Position geholt. Vor ihm, natürlich hinter ihm, Max Verstappen. Keine Überraschung, er hat so gut wie jede Session dominiert. Und ja, dahinter Hamilton vor Vettel, aber mehr dazu gleich im Anschluss. Jetzt fahren wir mal hier die ewig lange Geraden. Hier wird es ziemlich interessant werden heute Abend, also um 20.15 Uhr. Wird es echt interessant werden, wer hier das Windschattenduell gewinnen kann. Ja, das ist jetzt Kurve 1, 2 und 3. Eine Links-Rechts-Links-Kombination, die ist einfach zu fahren. Ja, hier sind wir etwas aufs Gras gekommen. Und natürlich ist es SS Molo. Ich habe es jetzt nicht genau lesen können, sorry Leute, aber auf jeden Fall, ihr könnt es lesen und natürlich stoppen, wenn es euch interessiert. Und hier kommt dann gleich wieder eine Geraden, wo man, wenn man überholt wird, zurückstechen könnte. Kurve Nummer 4 und 5. Esse del Lago. Sorry, das ist natürlich alles Portugiesisch. Nein, sorry, Spanisch, glaube ich. Spanisch, ja. Es ist alles Spanisch. Hier gibt es nämlich ein paar Hauptsprachen. Aber jetzt mal Kurve 6. Joaquila oder Joaquila, sorry. Ja, die Kurve, die ist mega schwer, den Scheitelpunkt zu finden. Und hier folgen die SS Kurve 7, 8, 9, 10 und 11. Ja, hier der Eingang in die SS ist ziemlich schwer. Aber dann, ja, hier diesen Scheitelpunkt zu finden ist schwer. Aber dann hier kann man sich raustragen lassen. Hier muss man einfach nur lenken, kann man theoretisch Vollgas fahren und Track Limits sind hier rechts jetzt außen zu beachten, weil da haben die Stewards im Training sehr stark drauf geschaut. Gut, jetzt haben wir Kurve Nummer 13 vor Rosol und danach folgt gleich Kurve 14, 15 und 16 durch das Stadion. Hier haben die Red Bull, hier haben wir nochmal Kurve 13 und dann kommt 14, 15 und 16. Hier haben die Red Bull halt richtig aufgeholt. Und natürlich, das sind diese langsamen Kurven. Da haben sie natürlich profitiert. Und Kurve 17. Paralota oder so, sorry. Ich kann diese Sprache echt nicht. Und hier haben wir nochmal die verschnellte Runde, um nochmal auf gestern zurückzukommen. Oder fangen wir besser mal letzte Woche an. Nämlich, Kimi Räikkönen hält sich ganz überraschend nach 2044 Tagen, wie ihr vielleicht auf meiner Instagram-Story oder in meinem Instagram-Post gesehen habt, den Sieg geholt. Und ich denke mal, es wird einer seiner letzten gewesen sein, weil er fährt ja nächstes Jahr bei Sauber. Und da hatte wahrscheinlich nicht das Material, um Siege zu holen. Dennoch hat es sehr gefreut, mal wieder nicht Vettel vorne zu sehen, sondern mal Kimi auf 1. War ziemlich cool. Und ja, Verstappen auf 2, auch ganz überraschend, weil das von 15 gestartet oder so, weil er gecrashed ist. Und
auf 3 Hamilton, der leider noch nicht seinen WM-Titel feiern konnte. Aber dieses Mal, wie gesagt, vorhin muss er nur Siebter werden und das sollte er allemal schaffen, wenn es kein Ausfall ist. Aber sonst keine weiteren Überraschungen. Ricardo wird, ja, wie gesagt, der Start wird ziemlich entscheidend werden, aber auch die lange Geraden nach dem Start, es wird ziemlich interessant, aber ich denke mal, wir können dieses Wochenende den Weltmeister feiern. Und ich hatte das Video schon geschnitten, bevor das Qualifying war und deswegen sieht meine Rennergebnis so aus. Ich denke mal, Verstappen wird Dritter. Ricardo schafft es nicht mal, so viel jetzt zu den Vorhinein. Ricardo schafft es nicht mal unter die Top 3. Er wird, glaube ich, Vierter oder Fünfter. Vielleicht sollte ich es nochmal umschreiben, aber ich denke mir, so habe ich es mir vorgestellt und so können wir es dann auch lassen. Auf 2 dann, ja, ich denke mal, Vettel von 4 auf 2 wird ziemlich schwer werden, aber ihre Pace stimmt auf jeden Fall und es kann durchaus sein, dass er es auf 2 schafft. Ja, wird schwer, aber es kann auf jeden Fall sein und auf 1, das wird halten. Auf Platz 1, das wäre natürlich das würde die Feier perfekt machen. Aber er wird auf jeden Fall Weltmeister. Drücken wir in die Daumen oder wenn ihr keine Fans sind, ja, drücken wir halt nicht die Daumen. Aber für heute war es das mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen und unseren Kanal abonnieren. Für mehr Infos könnt ihr auf Twitter, Instagram und Facebook vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.